Wir waren doch eigentlich schon raus aus der Nazi-Schublade, oder? Das lief doch ganz gut. Erinnert euch? 2006, Weltmeisterschaft, Bier, Deutschland fahren, kein Rassismus. Es geht. 2015 war auch noch irgendwie schön hier, Willkommenskultur und so. Danach war aber irgendwie Schluss, ne, mit diesem irrationalen Wahn. Dann hieß es entweder, die scheiß Ausländer nehmen mir die Arbeitsplätze weg. Oder halt, die scheiß Ausländer legen uns allen über Tasche. Je nachdem, wie man gerade drauf war. Fragt man sich aber, warum das so gut funktioniert mit dem Rassismus. Und das ist mir aufgefallen, es ist eigentlich ein sehr, sehr geiles Wirtschaftssystem. Da ist ja so, Menschen zweiter Klasse muss man ja kein erstklassiges Gehalt zahlen. Ne? Ja, uraltes Konzept. Gibt es ewig. Auch in der Religion. Auch wahnsinnig rassistisch alles. Ne? Ja, guck mal, Bibel hier. Ein Typ, der vor über 2000 Jahren im Mittleren Osten geboren wurde. Und wie sieht der aus? Und wie hängt der rum in der zweiten Dorfkirche? Blonde Haare, blaue Augen. Freunde, also wirklich, unser Jesus sieht aus wie Hitlers feuchter Traum. Das ist doch... Alter, oder?